So, ihr Lieben, ich mache gleich das nächste Video. Ich habe jetzt schon mal einen weißen French-Nagel vorbereitet. Und bevor ich hier den Aufbau modelliere, nehme ich silbernes Glitzer. Das ist allerdings ultrafeines Glitzer, glaube ich. Vielleicht seht ihr hier den Unterschied. Hier ist fein und hier ist es grob. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera jetzt sieht. Ich nehme das Feine, weil es lässt sich damit besser arbeiten. So, und wenn ihr euer French gemacht habt, geht ihr mit dem Glitzer und der Smile entlang. Es sollte möglichst ein dünner Strich sein. Nicht zu dick. Und dann streicht ihr das einfach vorsichtig nach vorne aus. Einfach als kleinen Effekt. So. Dann lasst ihr das Ganze kurz anhärten. Dann macht ihr euer Aufbau. Sofern das angehärtet ist. So, wenn das angehärtet ist, kommt der Aufbau. So. Alles schön bedecken. So, dann könnt ihr das aushärten. Beziehungsweise wieder anhärten, wie auch immer. Und wenn das natürlich angehärtet ist, wird es kurz befeilt, gebuffert und dann wird gemalt. Wo ist denn der Deckel? Hier. Und zum Malen braucht ihr dann Weiß, also weiße Acrylfarbe, das ist die von Saida. Und ihr braucht möglichst ein hellbeiges Farbgel, das ist jetzt eines von Saremco. Das ist die Nummer 74. Ihr könnt natürlich jede andere helle Farbe nehmen, ist völlig egal. Das ist mein Handy. Ich werde gestört immer. Immer dann, wenn ich keine Zeit habe. So, jetzt buffern wir, wird das Ganze schnell in Form gefeilt, abgekleinert und gefeilt und gebuffert. So. Ich feile den Übergang hinten. Etwas über die Nagelspitze. So, dann buffer ich. Ich
So, den Staub. Und jetzt braucht ihr dieses Farbgel. Und damit malt ihr dann solche Blumenblätter und zwar nur 4 Stück und die sollten unterschiedlich groß sein. Aus dem Grund, dass es einfach ein bisschen verspielt ist. Und ihr seht es. Ups. Demoliere hier meine Hand. So. Jetzt wird das mal wieder nicht scharf, wie immer. Ah, so. Dann lasst ihr das Ganze kurz anhärten. Wenn das angehärtet ist wieder, dann buffert ihr das vorsichtig. Einfach, bis es nicht mehr glänzt. So. Und dann braucht ihr die weiße Acrylfarbe. So, ich schüttel die einmal durch. Ich habe hier so ein Papier. Das ist dieses Schablonenpapier, wo die Klebeschablonen drauf liegen. Und davon diese glänzende weiche Seite nehmen. Weil da perlt die Farbe ab und da könnt ihr eigentlich ganz gut drauf malen. So, dann nehme ich noch etwas Wasser, immer zur Sicherheit. Seht ihr, da perlt es schön ab. So. Und dann arbeite ich den Pinsel ein und den Überschuss streife ich ab. So, und dann malt ihr. Ich muss ein bisschen nach oben und dann ranzoomen, weil sonst habe ich keinen Platz. So, und dann malt ihr. Größere Blätter. Blüten außenrum. Und zwar 4-mal. Und jedes Blatt einmal. Logischerweise. Da geht es natürlich nicht so. Nicht, ob ihr das seht. Eben solche solche größeren Blütenblätter Dinger. So, und dann malt ihr noch etwas Weiß hier rein, also in die Blütenblätter. Da könnt ihr ruhig mit mehr Farbe arbeiten.
So. Und dann könnt ihr natürlich mit einem Spotty noch solche Punkte setzen. Und das mal. Dann lasst ihr das Ganze trocknen. Weil das muss trocknen. Also wenn ihr halt natürlich malt mit mehr Farbe, ist es logischerweise so, dass es länger braucht zum Trocknen. So. Schauen wir mit dem Pinsel nach, ob das schon trocken ist. Weil die Farben von Saida zum beziehungsweise das Weiß, das wird nicht matt, wenn es trocken ist, sondern das bleibt glänzend. Und deshalb ja. So. Hoppla, das hätte jetzt nicht passieren sollen. So, dann nehmt ihr einen Versiegler. Versiegelt noch nicht ganz, sondern nehmt nur einen kleinen Mini-Klecks. Setzt den da drauf, auf das Weiß. Und nehmt ein Steinchen. Andrücken, nicht vergessen, weil sonst könnte es verrutschen. So, das Ganze lasst ihr kurz anhärten. Und wenn es angehärtet ist, dann könnt ihr ganz versiegeln. So. So sieht das Ganze aus. Lass es kurz anhärten. Und das war eigentlich, ja, sieht aus wie ein Hochzeitsdesign. So sieht das Ganze aus. Jetzt wird es natürlich mal wieder unscharf. So. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!